Hallo, liebe Naturfreunde. Wisst ihr, was ich hier machen bin? Was ganz Einfaches. Etwas, was man in der Natur unheimlich gut brauchen kann, wenn man so unterwegs ist und filmt. Da haben wir ja meistens ein großes Teleobjektiv dabei. Ja, und man macht sich irgendwie verdächtig. Ne? Vor allen Dingen in fremden Revieren. Und damit es keine Probleme gibt und ein bisschen Werbung mache ich damit auch. Mache ich mir ein paar Visitenkarten. Ganz einfach, so ein ganz normaler Bogen, wo man die dann ausreißen kann. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ne? Und da kann man welche machen. Und ich muss sagen, ja, in jeder Saison, da gehen ein paar Dutzend weg davon, von diesen Visitenkarten. Und jetzt an einem dieser lauen Sommerabende mache ich halt Visitenkarten, ne? Bereite sie schön vor und habe dann immer einen ganzen Vorrat im Auto, in der Fototasche unterwegs. Auf der Visitenkarte steht natürlich nicht alles drauf, ne? Mein Name, der Kanalname, meine Telefonnummer ist total wichtig und meine E-Mail-Adresse. Es gibt immer wieder auch Naturfreunde und Leute aus, die mir dann immer wieder schreiben und sagen, oh, ich habe da noch eine tolle Möglichkeit, da kannst du auch mal gucken gehen. Ja, schon oft vorgekommen. Und das Ganze kommt bei mir immer in so ein altes Brillenetui rein. Das habe ich dann immer dabei. Da ist jetzt mal so ein kleiner Tipp für alle, die gerne unterwegs sind. Vor allem wissen dann alle, denen Reviere gehören und so. Man ist vorbereitet und man geht offen miteinander um. Denn, wie heißt das alte Sprichwort? Wie man in den Wald hineinruft, so ruft es hinaus. Ja, muss nicht geheim bleiben. Totaler Quatsch. Ja, Offenheit ist viel besser. Ja, davon wollte ich euch nur mal kurz erzählen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Sommerzeit und bis demnächst bei Bernies Naturfilm. Dach zusammen!